Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das ist ein Fülldraht, den habe ich vor 4 Monaten vorgestellt. Die Zahl 4 Monate bitte im Hinterkopf behalten. Mit dem kann man Edelstahl schweißen ohne Schutzgas. Das ist für viele ein Traum. Man hat ein einfaches Mick-Mack-Schweißgerät oder vielleicht sogar nur ein Fülldraht-Schweißgerät. Jetzt will man Edelstahl schweißen. Das habe ich mit dem Draht ausprobiert und das ist so eins der Ergebnisse. Das hat wirklich gar nicht mal so schlecht funktioniert. Problem ist, eine 450-Gramm-Rolle kommt aus den USA, bis sie bei einem zu Hause hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist, kostet das Ganze 40 Euro und dauert 4 Wochen. Dementsprechend habe ich gesagt, ich frage mal bei verschiedenen Herstellern an, ob jemand den Draht hier in Deutschland anbieten will. Da habe ich eigentlich gedacht, vielleicht bestellen die den Draht und verkaufen den dann. Weldinger ist gleich noch weitergegangen. Bert Scharner hat den Hersteller angeschrieben, hat gefragt, könnt ihr den auch für uns produzieren? Haben sie gesagt, ja, kein Problem. Und dementsprechend 4 Monate später gibt es den Draht in Deutschland. Vorteil ist 2 bis 3 Tage Lieferzeit. Und der zweite Vorteil ist natürlich deutlich günstiger. Das ist jetzt eine 1-Kilo-Rolle und die kostet unter 40 Euro. Ist immer noch ein preislich natürlich nicht ganz günstiger Schweißzusatz, aber ist natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Das lassen sich die Hersteller natürlich auch anders bezahlen. Aber trotzdem 50% günstiger und mit dem Draht wollen wir heute schweißen und wollen gucken, was damit möglich ist. Mit normalen Mick-Mack-Schweißgeräten, aber auch mit einfachen Fülldraht-Schweißgeräten. Denn ich habe schon die ersten Zuschauer, die haben gesagt, ich habe mir den bestellt für ein Fülldraht-Schweißgerät und das hat auch funktioniert. Dabei ist wichtig, der Draht wird am Pluspol verschweißt. Das werden wir aber noch mal ein bisschen im Detail besprechen. Der Pluspol ist der heißere Pol und der Draht braucht wirklich die Temperatur. Ich habe hier ein erstes Testblech und da ziehe ich gleich mal meine ersten Nähte. Wichtig ist auch, normal um Edelstahl zu verschweißen, braucht man immer eine Teflonseele. Das ist für den Draht auch nicht nötig. Das heißt, man kann ganz normal sein Mick-Mack-Schweißgerät nehmen. Wir gucken uns nachher auch mal Fülldrahtschweißgeräte an. Man braucht nicht irgendwo das Umrüsten auf Teflonseele. Das ist ein weiterer Faktor, wo man da wirklich keine Kosten hat. Das sind meine ersten Testnähte. Da spiele ich so ein bisschen mit den Einstellungen. Bei dem MEW 161 hat man verschiedene Programme, die man auswählen kann. Ich bin im ganz normalen Stahlprogramm. Die Fülldrahtprogramme liefern da nicht genug Spannung. Und ich habe die Spannung an dem Drehregler komplett hochgedreht. Das heißt, ich kann hier bis zu 2 Volt höher drehen, die Spannung. Und diese Korrektur habe ich auch vorgenommen. Und damit habe ich jetzt geschweißt. Das ist ein 3 und 4 mm Blech, auf dem ich hier geschweißt habe. Da habe ich mit 140 Ampere geschweißt. Das heißt, man braucht tendenziell für diesen Draht auch immer ein bisschen mehr Leistung und ein bisschen mehr Spannung. Aber man kann hier gleich am Anfang sehen, das sind die ersten Nähte und das sind auch wirklich gleich Ergebnisse, wo man sagen kann, ja, die eine Naht hat hier hinten noch ein bisschen viel gespritzt. Da hatte ich noch nicht die Spannung korrigiert. Und die zweite Naht und die dritte Naht, die sehen dann wirklich schon akzeptabel aus. Bei dem Draht empfehle ich im Allgemeinen immer wirklich, dass man die Naht hinterher vernünftig mit dem Winkelschleifer bürstet. Durch die hohe Leistung, die man braucht, um diesen Zusatz zu verschweißen, hat man natürlich auch immer eine gewisse Wärmeeinbringung und das ist beim Edelstahl natürlich immer nicht ganz so toll. Das heißt, man hat da schnell mit Verzug zu kämpfen. Darum sollte man sich immer bemühen, das Ganze zu spannen. Das ist schon mal so eine Sache für eine vernünftige Wärmeableitung. Aber für viele kleinere Aufgaben mit Edelstahl, für kleinere Projekte, die man mit Edelstahl durchziehen will, eignet sich der Draht wirklich gut. Ich habe jetzt damit 3-4 Stunden geschweißt, habe da eine halbe Rolle von durchgebracht in den verschiedensten Aufgaben, habe zig Bleche durchgehämmert und man sieht, wenn man das hier so sieht, das ist einmal übergebürstet, das sieht schon mal wirklich ordentlich aus. Das sind so, Ergebnisse, da habe ich früher von geträumt. Vorteil ist von wegen, das würde man auch problemlos mit der Elektrode hinkriegen. Mit der Elektrode braucht man aber eine gewisse Übung, Handfertigkeit muss man trainieren. Das braucht man mit dem Draht nicht. Das ist wie ganz einfaches Mack-Schweißen. Wir schweißen hier in einer leicht schleppenden Position oder in einer neutralen Position. Stechend schweißen durch die Schlacke bildende Eigenschaft funktioniert bei dem Zusatz nicht wie beim normalen Fülldrahtschweißen. Also wirklich immer in der neutralen Position schweißen
oder leicht schleppend schweißen. Und dann bekommt man da solche Ergebnisse hin. Man darf bitte nicht hergehen und sagen, ich erwarte jetzt Ergebnisse wie beim Wick-Schweißen oder wie als wenn ich ein Mick-Mack-Schweißgerät mit Puls habe. Aber wenn man sich so eine Naht anguckt, die ist jetzt noch nicht gebürstet, einfach ein bisschen die Schlacke abgeklopft, das sieht schon mal nicht verkehrt aus und ist besser als alles, was man so im Vorfeld irgendwo mal ausprobiert hat. Also ich denke mal, das sind schon schöne Ergebnisse und besonders immer im Hinterkopf behalten, das ist jetzt auch mal so eine Sache, wo man sagen kann, da ist der Kilopreis von so einem Draht deutlich unter 40 Euro und nicht der Kilopreis bei 70, 80 Euro. Ich kann jetzt hier wirklich die Spannung einfach nur hochdrehen und das ist auch so das Ergebnis. Das Fülldrahtprogramm wird bei den meisten Geräten nicht funktionieren, weil da nochmal mit ganz anderen Werten gearbeitet wird. Ich kann für jedes Gerät, ich werde das auch noch an verschiedenen Beispielen gleich zeigen, immer empfehlen, das ganz normale standardmäßige Stahlprogramm zu benutzen. Und dann die Spannung korrigieren, das kann man ja heutzutage eigentlich fast bei jedem Gerät und kann da immer mit 2 Volt, 3 Volt mehr arbeiten und dann kann ich damit schon wirklich vernünftige Ergebnisse erzielen innerhalb kürzester Zeit. Da ich weiß, dass viele von euch wirklich so ein Lidl Multischweißgerät der ersten Generation haben, probieren wir das natürlich auch aus. Das heißt, ich rüste das Gerät, habe ganz normal wieder meine Stahlseele. Auch bei den Einstellungen mache ich keine Experimente, braucht man alles nicht. Ich wähle hier wirklich deutlich mehr Leistung, als ich sonst brauche, 50-60% wirklich mehr. Ich bin hier bei 2 mm Blechen wirklich so zwischen 100, 120 und 140 Ampere. Korrigiere die Spannung an dem Gerät um 2 Volt, man kann 2 bis 3 Volt. Man merkt, irgendwann löst sich dieser Draht nicht mehr so tropfenförmig ab, sondern fließt richtig schön. Und dann, wenn man das erreicht, dann hat man wirklich perfekte Schweißergebnisse. Ich habe hier einen Helm mit Belüftung an. Das ist natürlich was sehr Spezielles. Das wird nicht jeder, der so ein günstiges Schweißgerät hat, zur Verfügung haben. Aber man kann natürlich auch für vernünftige Belüftung sorgen, beziehungsweise man macht die Arbeiten am besten draußen. Weil das ist natürlich ein Draht, da muss man sagen, so in einer kleinen Werkstatt den verschweißen, es wird extrem ungesund. Der normale Fülldraht ist schon ungesund und hier hat man wirklich noch Elemente im Schweißrauch, die sollte man auf gar keinen Fall einatmen. Und das ist schon ein Ergebnis, das finde ich wirklich also richtig schön. Der Draht fließt dann irgendwann richtig schön. Es gibt so eine gewisse Spannung und wenn der Draht abkühlt oder das Schweißbad abkühlt, dann platzt diese Schmelze richtig ab. Ich bin hier am Ende ein bisschen durchgefallen, weil ich dann doch zu viel Leistung hatte für das Material und ich bin auch nach hinten leicht durchgefallen. Aber an sich die Naht sieht natürlich schön aus. Die möchte man immer gar nicht in der Form bürsten, weil dieses schöne Goldgelbe dann weggeht. Ja. Aber an sich von wegen, also schweißt super. Mit einem Lidl Multischweißgerät schweißt das wirklich auch sehr, sehr gut und ich habe dazu die verschiedensten Geräte ausprobiert, immer wirklich die Einstellung, die Spannung erhöhen. Ich werde bei dem Lidl Multischweißgerät zum Beispiel für den Aufkleber da auch nochmal so einen Nachtrag erstellen, den ich dann allen Leuten zuschicke. Das werde ich die nächsten Wochen machen. Also das sind schon sehr schöne Ergebnisse, wenn man beachtet, hier am Ende bin ich ein bisschen durchgefallen. Aber so schweißt er sich wirklich gut und darum habe ich da auch gleich nochmal ein zweites Blech mit einer bisschen korrigierten Einstellung nach unten geschweißt. Man muss sich halt wie bei jedem Schweißverfahren, wie bei jedem Schweißzusatz auch hier wieder so ein bisschen rantasten und dann bekommt man da gute Ergebnisse. Und das ist jetzt so ein bisschen im Zeitraffer genommen. Da sieht man, wenn das abkühlt, dann fängt es langsam an so zu krisseln und dann bap, 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 platzt diese Schlacke ab und dann geht die Spannung aus und dann kann man das nochmal so ein bisschen klopfen. Und dann ist die Schlacke eigentlich zu 90% ab und dann kann man es ein bisschen nachbürsten und dann sieht das Ganze schon ganz ordentlich aus. Hat so ein Draht auch Nachteile, ist natürlich immer schnell die Frage, ja, der muss standardmäßig am Pluspol verschweißt werden. Da erzielt man wirklich die besten Ergebnisse. Und der Nachteil ist natürlich, man bringt wirklich durch die hohe Leistung, die der zum Verschweißen braucht, auch viel Wärme in das Bauteil rein. Dadurch hat man natürlich mit Verzug zu kämpfen und so ein paar andere negative Begleiterscheinungen. Aber im Prinzip ist das eine sehr einfache Möglichkeit, um mit einem einfachen Mick-Mack-Schweißgerät Edelstahl zu schweißen. Die Frage ist dann natürlich, solche Ergebnisse kriege ich die auch mit einem normalen Fülldrahtschweißgerät hin? Und das ist so die nächste Frage, die wir mal angehen wollen.
Wir nehmen zum Földerrad, schweißen jetzt das neue ME 130 Mini. Das Gerät hat ein Problem, es ist immer wieder ausverkauft, weil das bietet natürlich viele Sachen, die andere Földerrad-Schweißgeräte nicht bieten. Kleiner handlicher Inverter, abnehmbares Schlauchpaket, man kann damit Elektrode schweißen, man kann damit auch WIG schweißen selbst, das Gerät hat eine WIG-Schweißfunktion. Und es ist aber ein klassisches Földerrad-Schweißgerät, das am Minuspol verschweißt. Normaler Földerrad wird immer am Minuspol verschweißt. Den Zusatz hatte ich ausgeführt, der wird am besten am Pluspol verschweißt. Jetzt wollen wir natürlich mal ausprobieren, wie sind die Ergebnisse am Minuspol. Ich weiß natürlich auch, viele Zuschauer haben keine Gasflasche, haben dementsprechend einfach nur ein Földerrad-Schweißgerät, das Parkside-Földerrad-Schweißgerät oder halt so ein Földerrad-Schweißgerät oder halt auch den Vorgänger. Darum denke ich mal, die Ergebnisse werden mit den Geräten immer ungefähr gleich sein. Wir werden es hiermit ausprobieren und wir versuchen es natürlich auch gleich mal mit dem Lidl Parkside Földerrad-Schweißgerät. Wie gut kann man mit so einem einfachen Földerrad-Schweißgerät mit dem Draht jetzt Edelstahl schweißen? Ich habe jetzt zwei limitierende Faktoren, die dafür sorgen, dass es mit so einem Földerrad-Schweißgerät nicht richtig gut funktioniert. Erstmal ist es der Minuspol, an dem geschweißt wird, habe ich eben schon erklärt. Und der zweite Faktor ist dann natürlich, dass ich auch nicht sonderlich viel Leistung habe. Die meisten Geräte haben da um die 100, 120 Ampere. Das Gerät hat schon 130 Ampere. Das reicht aber auch nur, um 2 bis 3 mm Materialstärken zu schweißen. Wenn es 4 mm sind, dann habe ich schon wirklich ein Problem, den Werkstoff vernünftig aufzuschmelzen. Das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die Frage ist aber auch, ob das überhaupt klappt. Wo ich schon mal solche Drähte am Minuspol verschweißt habe oder ähnliche Drähte am Minuspol verschweißt habe, da hat das immer zu Poren geführt. Und Poren sind dann natürlich ein No-Go, wenn man da so eine löchrige Naht hat. Das ist natürlich keine Qualität und nichts, was man in irgendeiner Form abliefern sollte. Und da hat mich der Draht so ein bisschen überrascht, weil hier hatte ich eine Porenbildung in der Form nicht. Man hat eine ganz andere Struktur der Naht. Die ist natürlich nicht so schön geflossen, wie ich das bei vorherigen Schweißversuchen hatte. Das ist was ganz anderes. Aber es funktioniert im Prinzip. Man lässt die Naht wieder so ein bisschen liegen. Irgendwann platzt die Schlacke ab. Es ist nicht verkehrt. Es hat ein bisschen mehr gespritzt. Der Prozess ist ein bisschen unruhiger. Es läuft nicht so schön, aber im Prinzip, man kann damit auf einem gewissen Niveau, ein bisschen anders natürlich wie vorher, kann man damit auch Edelstahl schweißen. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich würde mal sagen, es gibt da gewisse Unterschiede zu diesem Nicetech-Draht. Der Nicetech-Draht an sich, den hatte ich immer mal am Minuspol ausprobiert. Das hatte so gut wie überhaupt nicht funktioniert. Hiermit funktioniert es. Also die müssen den Draht in der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen weiterentwickelt haben zu dem Modell oder zu dem Draht, den ich da vor 4 Monaten bestellt habe. Es war so ein erstes positives Ergebnis. Daraufhin habe ich es natürlich auch gleich nochmal mit meinem Lidl-Földerrad-Schweißgerät ausprobiert, weil ich weiß, es haben auch unwahrscheinlich viele. Ich kann es jetzt nicht mit jedem Gerät ausprobieren. Es gibt ja so viele verschiedene Geräte. Erstmal habe ich nicht alle Geräte und zweitens, dann wird das Video viel zu langatmig. Man kann aber an diesen Beispielen sehen, dass es durchaus auch mit einem Földerrad-Schweißgerät funktioniert. Das war für mich eine überraschende Sache. Ich hatte eigentlich gedacht, ich probiere es kurz mit einem Földerrad-Schweißgerät. Das Ganze wirft Poren und dann sagt man von wegen, ja, kann man nicht machen. Also wie gesagt, es ist immer mit gewissen Einschränkungen, darauf sollte man sich einstellen, sind nicht diese schönen Földerrad-Schweißnähte, die wir heute mit einem C-Stahl-Földerrad, also einem Stahl-Földerrad erreichen. Die sind ja wirklich qualitativ mittlerweile richtig gut geworden. Das kriegt man sicherlich nicht hin. Aber für kleinere Reparaturarbeiten, für kleinere Projekte oder so ist so ein Draht durchaus geeignet. Man hat dann ein einfaches Földerrad-Schweißgerät, man kauft den Draht, der zugegeben immer noch nicht richtig günstig ist, aber ist schon deutlich günstiger. Ich sage mal, das ist eine Preisreduzierung um ungefähr 50% zu anderen Drähten, die man da in dem Verhältnis kaufen kann. Und da sage ich mal, das ist schon, da hat sich schon viel entwickelt. Und wenn jetzt immer mehr Hersteller so einen Draht anbieten, und das wird kommen, das kann ich schon prophezeien, dann wird das natürlich vom Preis her sicherlich nochmal ein bisschen runtergehen. Ist ja auch mal was Positives, wenn nicht alles immer nur teurer wird. So, ich habe damit mit dem Parkside-Földerrad-Schweißgerät auch noch verschiedene Nähte geschweißt. Ich habe im Endeffekt einen ganzen Stapel an Edelstahl an diesem Tag durchgeschweißt. Und
Ich war mit den Ergebnissen wirklich sehr, sehr zufrieden. Den Draht haben sich auch schon viele Leute gleich bestellt und ich habe da auch schon das erste positive Feedback bekommen. Am besten funktioniert er wirklich, wenn man das Ganze schweißt mit einem Mic-Mac-Schweißgerät, wo man wirklich auf 22, 23 Volt Spannung hochgehen kann und dann auch wirklich mit deutlich mehr Leistung schweißen kann. Dann fließt der Draht wirklich richtig schön und dann kann man damit auch wirklich geniale Ergebnisse erzielen. Mit einem einfachen Fülldrahtschweißgerät sind solche Ergebnisse hier möglich und ist alles andere als verkehrt. Das muss dann jeder am Ende des Tages für sich selbst und für sein eigenes Projekt wissen, ob sowas ausreicht oder ob es nicht ausreicht. Man hat da eine gewisse Festigkeit. Ob ich da jetzt tragende Konstruktionen mit so einem Fülldrahtschweißgerät schweißen würde, wüsste ich nicht. Also wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber ich sage mal Reparaturen, kleinere Schweißaufgaben, aber mit so einem normalen Mic-Mac-Schweißgerät, also sind wirklich traumhafte Ergebnisse, bin ich überrascht. Es ist toll natürlich, wie sich sowas weiterentwickelt. Wenn man da selber so ein gewisses Handling für hat und den ersten Draht, das ist natürlich auch für mich was ganz Neues. Der zweite, dritte Draht, das wird dann natürlich auch immer routinierter. Man muss sich da immer auch so ein bisschen rantasten. Ich werde bei verschiedenen Aufklebern da nochmal Updates zu geben. Das heißt, die Leute kriegen dann von mir eine E-Mail und bekommen dann Einstellungen auch zu dem Fülldrahtschweißgerät, wo sie dann wirklich sehen, welche Einstellungen habe ich für welche Aufgaben verwendet, um dann da sich so eine oder so eine gewisse Orientierungshilfe zu haben. Also die Ergebnisse, die fand ich wirklich beeindruckend. Das hat richtig Spaß gemacht und ist eine tolle Sache. Ich finde es toll, dass das möglich war, dass man so einen Draht innerhalb von 4 Monaten, das ist wirklich so für Vertrieb, Lieferung und Bestellung aus China, die Drähte kommen ja heutzutage alle aus China, dass man da das wirklich möglich macht. Das fand ich wirklich toll und hat mich auch wirklich beeindruckt. Den Draht verlinke ich hier unter. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.